In der Kategorie Konzeption geht der E-Learning Award an die IMC AG. Ich bitte Christian Wachter und an Sylvie Grodemange von Lafarge. Lafarge ist ein weltweit führender Baustoffhersteller und will seine Mitarbeiter fit machen zum Thema Nachhaltigkeit mit Beton. Mitarbeiter lernen Argumente, die ihnen helfen, NGOs, Politiker, Verbände von nachhaltigem Beton zu überzeugen. Mitarbeiter lernen das spielend mit Gaming-Elementen, die das Ganze spannend und interessant machen. Jetzt borge ich mir mal kurz Ihr Mikrofon. Madame Grodemange. Yes. Dites-moi, qu'est-ce qui rend le béton intéressant? Vous venez de me, après, je vous traduis, hein, aucun problème. Vous venez de me donner des exemples qu'il y a dans la salle à côté, des choses très imaginées, très colorées qu'on peut faire à propos du béton. Was kann man alles mit Beton machen? Das würdest du uns kurz erklären. Oui, par exemple, nous avons vu dans le hall d'exposition à côté d'ici des tables de ping-pong, des baby-foot pour les universités, pour les écoles. Donc zum Beispiel gibt es in der Halle nebenan bunte Tischtennisplatten und Tischfußball für Schulen und für Unis aus Beton. Voilà. Ensuite, nous avons des formes maintenant différentes, comme à Marseille, le nouveau musée, le MUSEM, avec comme de la dentelle. On fait comme de la dentelle. Oui. Also in Marseille gibt es ein neues Museum, das aus Beton eine Wand hat, die sieht aus, als wäre sie aus Spitze geklöppelt. So fein ist das. Sag, quelle couleur? Celui-là, il est classique, mais on peut aussi mettre des pigments dans le béton. Et Beton avoir des muss nicht immer grau sein, man kann den auch färben. Vous avez des exemples du béton coloré? Pas en tête, là. Ok. Merci beaucoup pour ces exemples. Et à qui s'adresse le programme qu'on vient de faire? Donc ce programme, pour l'instant, est intégré dans des... on a parlé de blended learning juste avant. Donc c'est de la même manière, il est intégré dans des programmes d'induction, par exemple. Il est intégré pour des personnes qui travaillent, qui sont en contact avec des politiciens, avec pour un dîner en ville, si vous voulez avoir une argumentation pour vendre le béton, par exemple. Also das Programm, was hier hergestellt wurde, wird integriert in die Programme, die Lafarge schon hat, sodass Mitarbeiter im täglichen Leben, wenn sie abends mit Freunden oder Kollegen oder Politikern oder Leuten von NGOs beim Abendessen sitzen, so die richtigen Argumente haben zu erzählen, hey, Beton ist nicht nur grau und Beton ist nicht nur langweilig, sondern man kann viel damit machen. Merci beaucoup, Madame, Herr Siebmann. Madame Lafarge, der E-Learning Award für IMC Information Multimedia. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, kommen Sie ruhig zu mir. Was war für Sie die größte Herausforderung als Projektpartner? Es ist ja ein Preis, der eine Partnerschaft auszeichnet. Was war für Sie die größte Herausforderung als Projektpartner in der Zusammenarbeit mit IMC? Wenn Sie es übersetzen könnten. Quel était le challenge? Ah, d'accord. Vous allez. Comme vous voulez. What was the greatest challenge in the cooperation with IMC when realizing such a project? Not in our cooperation, but in convincing people and having such a concept in place in Lafarge. So, okay, so this is quite new, this kind of gamification component inside a module. However, we were very lucky because we have a sponsor that was completely open to our ideas. And we agree with IMC, so we lobbying ourselves to have gamification component in and propose innovative way to learn. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, ich glaube auch von unserer Seite, die größte Herausforderung ist tatsächlich die gewesen, Überzeugungsarbeit zu leisten, ein solches Konzept im Sinne eines Spieles mit sehr vielen unterschiedlichen Ansätzen in einem solchen Unternehmen dann auch umsetzen zu können, ohne das Wort Gamification zu oft auch bemühen und stressen zu müssen, da es tatsächlich durchaus ein neuer Weg ist, wie man Inhalte tatsächlich auch darstellen kann und darstellen möchte. Ja, und dafür auch von unserer Seite nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir die Chance hatten, sowas auch zusammen angehen zu können.
Ja, ich hatte ja die Wahl, muss ich mir vielleicht noch erklären, vor dem Gespräch. Ich konnte wählen die französische Sprache oder die englische und die deutsche Sprache. Ich habe mich für die deutsche entschieden. Es gibt ja tolle E-Learning-Programme für Französisch. Also nächstes Jahr kann ich mich noch ein bisschen vorbereiten. Das Thema Game-Based Learning, was ihr ja auch als methodisch eingesetzt habt, ist in Deutschland ein Stück weit so in der Pionierphase. Alle reden darüber, aber große Projekte, die bei uns eingereicht werden, sind noch nicht so sehr häufig. Wie weit hattet ihr jetzt auch gemeinsam eine Pionierarbeit zu leisten? In Frankreich ist die Methodik ja schon etwas verbreiteter als in Deutschland. Also vielleicht ist das bestimmt auch eine Möglichkeit gewesen, diesen Weg zu gehen. Wenn man sich Lernprogramme auch unserer Mitbewerber aus Frankreich anschaut, die haben einen viel spielerischeren Ansatz, als wir vielleicht in Deutschland diesen Weg da bisher gewohnt sind, auch zu gehen. Vielleicht hat das tatsächlich auch den Einstieg in diesen Bereich da auch leichter gemacht. Ich glaube, hinzu kommt auch, dass ja mit der Generation der Digital Natives, die heute in Unternehmen hinein eintreten, aber auch mit Führungskräften, die schon mit Spielen auch mal groß geworden sind, die Akzeptanz für den Einsatz solcher Elemente dann auch wächst und auch mit der Verbreitung mobiler Endgeräte einfach die Lernsituationen sich in der Form erweitern, dass wir arbeiten von zu Hause, am Wochenende, vom Sofa aus mit einem Tablet unterstützen und dann auch die Erwartungshaltung, dass eben spielerische Elemente zum Einsatz kommen, damit auch gewachsen ist. Und diesen Anforderungen gerecht zu werden, da auch schon Lösungen bereitzuhalten, das vielleicht auch in dem Markt, der da auch schon ein bisschen stärker darauf vorbereitet ist, war natürlich ein guter Wegbereiter für das, was wir da umgesetzt haben. Eine Frage noch zur Lernzielgruppe. Wer sind genau die Lernenden und wie groß ist diese Lernzielgruppe, die ihr damit erreicht habt? What's the target group of the training and how many people you have reached with this training? So the scenario that's used. Okay, so for the time being, the target population is quite confidential, I will say, but still a good number. We have around 140 people and a lot of like. We have positive comments. This is one of the key points. Is we have really on our social internal social platform. We have people that comment not only the design, but also very happy to have this new way of learning and commenting the content itself. So this is something new. Usually they just do the learning and they say, oh, okay, it's good, but they don't comment the content itself. Ja, vielleicht nochmal kurz. Die gesamte Population, die Zielgruppe, müssen Sie Verständnis haben, möchten wir jetzt da in der Form oder können wir in der Form nicht sagen, aber das Feedback an sich war sehr positiv. Es gab eigentlich überhaupt keine, sagen wir mal, Kritiken an dem Inhalt selbst, sondern es wurde sehr positiv gewürdigt, diesen anderen Weg zu gehen, einen Inhalt aufzubereiten, auch in den internen sozialen Medien. Also insofern hatte das gesamte Programm natürlich schon auch eine sehr große Verbreitung, zumal wir ja auch in den einführenden Worten gehört haben, dass ja letztendlich die Zielgruppe eigentlich alle Mitarbeiter im Unternehmen sind, die in ihrem jeweiligen Umfeld über den Vorteil und die Einsatzszenarien von Beton sprechen sollen. Und das kann auch in der Familie sein, beim Abendessen. Also insofern war die Population schon eine sehr, sehr große. Und von daher war es natürlich auch ein besonderes Lob an alle, dass diese Kritiken auch in der Form sehr, sehr positiv ausgefallen sind. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit diesem Projekt. Ich erinnere mich an ein Game-Based Learning-Projekt aus Frankreich, was wir schon mal auszeichnen durften. Da ging es halt um ein Recruiting-Projekt für Postboten. Es haben sich über die Hälfte der Postboten nach Durchspielen des Game-Based Learning dazu entschieden, nicht Postboten zu werden, bevor sie auch nur einen Fuß physikalisch halt vor die Haustür getroffen haben. Also Game-Based Learning ist durchaus eine Methode, mit der man realitätsnah und mit hoher Motivation schulen und weiterbilden kann. Vielen Dank. Ein Applaus bitte an unsere Preisträger. Applaus